Ich sagte, Finger weg! Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Oh, nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ich sagte, Finger weg. Ja, aber du sagst ja, nimm die Füße vom Tisch. Und sie... Oh, nicht aufregen. Tief durchatmen. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen mehr, seit Wenzel sie kaputt gemacht hat. Was hatte er auch in der Wurfbahn verloren? Ich habe mal gehört, dass Stierblut den... Der ist bereits ausgenockt. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Damit kriege ich die Schlafmütze... Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Sich was. Offenbar habe ich klares Wasser gefunden. Die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au! Yeah! Dem Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Besondere Wasser hätte ich schon mal. Ist das Säure oder Wasser? Säure. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles. Sorgt sich. Alles klar. Wegen des... Schieß los. Ich beeil. Ich kann... Wegen... Lass laufen.
Ich habe klares Wasser. Was jetzt? Echt? Ja, hier. Das kann kein Wasser sein. Es ist klar. Was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Ich finde, wir probieren es einfach damit. Als du das letzte Mal gesagt hast, habe ich meinen großen Zeh verloren. Jetzt beschwer dich mal nicht. Einen hast du ja noch. Ich habe eine energiereiche Flüssigkeit. Ist das Batteriesäure? Vielleicht. Für wen ist dieser Wachmacher noch gleich? Für die Liebe meines Lebens. Da kann man ihr nur wünschen, dass du nicht lange lebst. Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Das Zeug hat den mechanischen Bullen vorm Stadttor zum Leben erweckt. Eine rötliche, belebende Flüssigkeit, deren Hauptbestandteil aus Bullen gewonnen wird? Wir sollten ihr einen Namen geben. Ich hab's. Red Rufus Superdrink. Meinst du? Ich dachte eher an... Red Rufus Superdrink. Schon gut. Ich schaff das schon. Beeil, ich kann es. Ich geh dann mal. Zutaten. Mach das. Ab in den Tank damit. Das Pulver habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe! Mehr Druck! Mehr Druck! Okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Hey, du, aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja.
Wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Wer rückt sich, Toni? Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha! Gewonnen! Mist. Was soll das werden? Das ist Medizin. Mhm. Und wer ist hier der Arzt? Du. Denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Nix da, Rufus. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Hehe. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Oh! Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie
sind trotzdem gefeuert! Sie können mich nicht feuern! Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Oh. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sup. Kartoffelsuppe. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Britzel, Fitzel, Britzel? Nübbel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidi, Bum, klopp. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem, tataratetim. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend, ran, drauf, auf, ab. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Kontaktiere Cletus. Ich kann das Ding nicht mehr sehen.
Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Rufus. Tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Doch kein... Aus deinem Munde... Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno, ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh. Bis bald, tschüss. Du, Lonzo. Ah, Rufus, bist du gekommen? Ah, ist grad ich komm. Post öffnet wie um welche? Ihr fehlt. Hallo, Lotti. Du schon? Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja. Dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ha? Ich verschwinde. Lass dich nicht...